Ich finde es richtig, dass die BAFA blockiert wurde, weil ich es wichtig finde, sichtbar zu machen, dass auch die Bundesrepublik Deutschland und deutsche Unternehmen in kriegerische Auseinandersetzungen weltweit verstrickt sind. Hunderte Aktivistinnen haben diese Behörde mit einer Aktion des zivilen Ungehorsams markiert. Sie haben aufgezeigt, dass diese Behörde Mittäter oder MittäterInnen für Krieg, Terror und Gewalt auf der ganzen Welt ist. Nun werden über 30 Prozesse geführt gegen Menschen, die Frieden in einem Haus, das keinen Frieden bringt, gebrochen haben sollen. Dass die Behörden mit solch scharfer Repression mit nahezu 30 Anzeigen wegen verschiedener lächerlicher Vorwürfe auf die Aktion reagiert haben, zeigt nur, dass die Aktion genau ins Herz der Bestie getroffen hat. Ich finde, wir müssen ganz klar aufzeigen, dass die Gerechtigkeit auf unserer Seite liegt und dass es gerade der deutsche Staat ist, der eigentlich verurteilt werden müsste dafür, dass er für die Werte, die er so groß im Grundgesetz geschrieben hat, wie Menschenwürde und Freiheit, dass er auf die scheißt und weiterhin Waffen ausliefert an Diktaturen. Und Deutschland profitiert von den Kriegen, die zum Beispiel die Türkei in Syrien oder Saudi-Arabien im Jemen führt. Und wenn dann Geflüchtete nach Europa kommen, wird hier davon gesprochen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber was getan wird, ist Waffen an Viktor Orban in Ungarn liefern und weiterhin Kriege führen, diesmal gegen Geflüchtete. Was die Aktivistinnen in der BAFA gemacht haben, war genau das, wovon die deutsche Regierung nur spricht, Fluchtursachen bekämpfen. Alle unsere Forderungen nach Antimilitarismus und Abrüstung sind in den letzten Jahren auf unglaublich vielen Demos einfach so verhallt. Deshalb ist es wichtig, um der Gewalt ein Ende zu setzen und um handlungsfähig zu bleiben, einen Schritt weiter zu gehen. Ist es keine Frage der Legalität, so eine Aktion zu machen, sondern eine Frage von Mitmenschlichkeit, Verantwortung übernehmen und Solidarität. Und die BAFA war und ist und bleibt der richtige Ort dafür. Die Aktivistinnen haben gezeigt, wir haben keinen Bock mehr darauf, wir wissen, was ihr macht und wir sagen nein. Der Krieg, der beginnt hier und hier müssen wir ihn auch beenden. Alle Menschen, die auch gegen die deutsche Unterstützung von Kriegen in der ganzen Welt aktiv werden wollen und die Betroffenen der Repression dieser Aktion unterstützen wollen, können zum Beispiel an das Spendenkonto spenden, um die Prozesse zu finanzieren. Seid auf den Kundgebungen und Demonstrationen, ruft laut unsere Parolen mit gegen den Krieg und gegen die Waffen, gegen die Gewalt. Postet, liked, shared unter dem Hashtag Rise Up for Solidarity und teilt dieses Video und auch alle anderen Inhalte, die wir noch posten, mit euren FreundInnen, mit eurer Familie, mit KollegInnen und diskutiert auch gerne mit ihnen darüber. War starts here, let's stop it here.